Hallo Menschen, willkommen zurück zu Let's Play Shadowman. Okay. Ja. Ich habe endlich diesen beschissenen Weg herausgefunden. Leute. Das darf echt nicht wahr sein. Warum? Ich bin fünfmal... Nee, Quatsch. Ich bin nur einmal... Oder vielleicht sogar zweimal oder dreimal daran vorbeigegangen. Ja, der richtige Weg war nicht links, wie ich die ganze Zeit gesucht habe, verzweifelt. Ja, also ich habe jetzt was 2 Stunden lang nach dem Weg gesucht. Und hier ist er. So kommen wir zum nächsten Voodoo-Gegenstand. Ja, ihr habt mich schon richtig verstanden. Dann müssen wir hier rüber. Hier und hier. Mehr müssen wir auch nicht. Wir müssen nur hier hoch. Dass mir das nicht früher eingefallen ist, das war... Was heißt das war? Das ist... knapp. Das ist episch. Weil hier müssen wir nämlich rein. Dann kommen wir nämlich hier. Und dann gehen wir hier. Und hier haben wir den schönen Raum. Mit der einen komischen Steinsäule. Schaffe, schaffe, Brücke baue. Dem Malkav heute den Arsch verhaue. Also wie ich jetzt darüber komme, das weiß ich nicht. Da gibt es nur ein Geheimnis. Was für eins, weiß ich nicht. Mehrere Symbole. Und das muss ich machen. Ich muss nur diese gottverdammten Statuetten runterlassen. Dass ich nicht früher drauf gekommen bin. Dahin ist übrigens ein Govi, aber da kommen wir noch nicht ran. Hier, den Weg, da kommen wir dann auch noch hin. Keine Panik. Ihr verpasst da nichts. Jetzt will ich aber noch mal versuchen. Ich habe offscreen ganze Zeit versucht, an das Geheimnis ranzukommen. Hat nicht geklappt. Ich muss nämlich diagonal, weil frontal geht das nämlich nicht. Ich krach. Wunderbar kroche ich nämlich gegen die Dicke und Shadowman haut sich nämlich dann zwei Primler. Und das geht ja mal gar nicht. Warum fange ich auf einmal an, Ostdeutsch zu sprechen? Strange, strange. Naja. Ich glaube, ich mache mal als Tribut wirklich eine Folge lang Let's Play Shadowman auf Ostdeutsch. Tribut an Mr. Nintendo 97. Ich muss ihm immer noch dafür danken, dass er mir Camtasia Studio besorgt hat. Danke, danke, danke. Und... Mittlerweile funktioniert mein Internet soweit so... Ja, okay, gut. Es funktioniert soweit hervorragend, dass ich auf alle Fälle wieder ordentlich was hochladen kann. Bullshit. Ja, die Kado... Hier gibt es jede Menge Kado, aber die lasse ich noch liegen. Die werde ich... Habe ich beschlossen, offscreen holen. Damit ich volle Energie habe. Also da kommt schon noch einiges an Kado zusammen. Nochmal. Ich muss wieder hoch. Na, mach schon. Hopp. 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 Ja. Glück gehabt. Hopp. Okay. Hopp. Wunderbar. Jawohl. Und. Naja. Auf alle Fälle, ich bin froh darüber, dass ich Camtasia Studio habe und nicht mehr den Windows Movie Maker. Allerdings muss ich halt noch herausfinden, wie hier in diesem Dunkeln hier, ihr seht vielleicht die paar verpixelte Stellen dann, wie ich das verbessern kann. Und hier wollte ich hin. Genau da! Ich bin der Herrscher über das Reich der Toten. Also auf Englisch finde ich es doch besser. Das wird mir sicher von Nutzen sein. Yippie, Schweinebacke! Endlich, Kalabasse. Was das bewirkt? Ich sag's euch. Oh. Okay, einen ganzen Voodoo-Feld. Und dann in Sicherheit gehen, weil ansonsten... passiert das. Gesehen? Got it? Gut. Dann machen wir wieder weiter. Und zwar hier.
Weg. Schön aus einiger Entfernung betrachten. Ja, ja, ja. So muss das aussehen. Okay. Jetzt bleibt dann. Jetzt hole ich hier erstmal die dunkle Seele. Dann mache ich ordentlich Backtracking. Verdammt viel Backtracking. Weil mit Kalebasse. Oder Kalabasse. Kalebasse? Kalabasse? Kalabasse. Mit Kalabasse haben wir nämlich. Rutschparty. Wunderbar. Ne, mit Kalabasse haben wir 100.000 neue Möglichkeiten. Vor allem diese Symbole und so weiter. Dann muss ich noch, was war's? Asyl, Spielzimmer, muss ich noch weiter vollends aufdecken und alles holen. Dann haben wir mit unserem neuen Schattenlevel, also Level 9, haben wir die weitere Möglichkeit, in ein weiteres Asylgebiet zu gelangen. Ist doch, das ist das letzte Asylgebiet. Und da finden wir einen sehr nützlichen Gegenstand. Aber dennoch drei verdammt gemein versteckte dunkle Seelen. Und an die ranzukommen, das wird kein Kinderspiel. Ja, nicht schon wieder. Naja. Auf jeden Fall wird es kein Kinderspiel sein, an die drei dunkle Seelen dort an diesem Ort des Asyls zu gelangen. Das ist kein Zuckerstecken. Das ist nämlich schon ein Survival-Trick. Nun ja. Sprechen wir nicht lange um den heißen Brei herum. Reden wir nicht lange um den heißen Brei herum. Oder wie sagen die Schwaben? Schwätzkoi mischt. Genau dahin wollte ich. Jetzt muss ich nur noch den richtigen Weg gehen. Okay. Kalebasse. Ich hoffe, die verrecken gleich. Nett. Die verdampfen ja. Das ist cool. Okay, hast du wirklich Wut? Okay, was hast du wirklich Wut? Du frisst das Ding ja nicht, aber. Naja, gleich eine ganze Leiste. Ein paar Mal hintereinander. Oh Gott. Das frisst. Ist ja auch übrigens der totale Instant-Killer. Die Kalebasse. Oh, ich glaube, das ist richtig. Wenn ich an die dunkle Seele ran will. Noch zwei Kados? Dann bin ich glücklich. War aber der falsche Weg. Very, very nice. Ah! Bin ich hier richtig? Jawohl, ich bin richtig. Komm zu Mama! Bis zu 120 dunkle Seelen. Wie viele dunkle Seelen brauchen wir? Genau, so viele dunkle Seelen brauchen wir noch. Dunkle Seelen gehören mir! Nur noch 24. Dies very nice. Dies very, very nice. Wunderbar. Dann können wir jetzt auch. Ja, kommt. Ihr dürft auch sterben. Stirbt für den Shadow Man. Dreifach. Reine Voodoo-Energie. Das Kalabasse.
So steht es zumindest im Handbuch geschrieben. Von Shadow Man. Von Let's Play Shadow Man, genau. Von Shadow Man. Das Kalebasse, reine Voodoo-Energie. Ach, Dreck. Egal, ich lasse es. Muss jetzt mal schauen, wo ich lande. Ach, genau, ja. Ich habe jetzt zwar noch 3 bis 4 Minuten Zeit und das reicht nicht mehr wirklich viel, deswegen werde ich mal die Vorbereitungen treffen. Hier raus. Hier hoch. Rüber und dort hinten rein. Ein. Wow, 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 wow. Hui! Ey! Macht der Shadowman doch einfach mal einen Taucher. Einen Abgang. Ein Taucherabgang, genau. Tss. Junge, Junge, Junge. Also mein Wortschatz war auch schon mal besser. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und stopp. Hier rein. Genau. Gehen wir mal hier lang. Okay. Zum Glück gibt es hier keine dunkle Schwester mehr. Weil ich bin ja in diesem Gebiet geblieben. Aber dafür ist das wieder zugegangen. Ich glaube, ich spinne. Einmal. Ja, ist eigentlich egal, welche Reihenfolge man die Bongos aktiviert. Hauptsache, sie werden aktiviert. Die Bongos. Ich meine, Morto wäre schon mal der erste Voodoo-Fresser. Ein paar Mal und sofort. Dann zweite Folge Kalebasse und dritte Folge Enzyme. Das, was schützt. Flambeau an 4. Stelle. Barton 5. Stelle. Und der bisherigste, mit dem wenigsten Voodoo-Verbrauch ist Asan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Voodoo-Waffen. Am meisten, zweitmeist, ja. Erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz, vierter Platz, fünfter Platz, sechster Platz. Naja, egal. Und wir brauchen ja 120 dunkle Seelen, um Legion zu besiegen. Haben wir weniger, können wir es vergessen? Ich weiß nicht. Also ich zumindest habe alle dunkle Seelen eingesammelt. Ich habe es noch nie mit weniger versucht. Ich glaube, da kann man dann auch knicken. Voodoo reicht doch aus. Dann zünden wir mal unsere kleine Minibombe. Hopp. Jawohl. Energie, Energie, Energie. Seelen gehören mir. Jetzt haben wir ein Problem. Der Raum ist verdammt eng. Was machen wir? Dort die reine Voodoo-Energie von Kalebasse setzen und gehen in die andere Ecke. Dann sind wir nämlich nicht im Todesradius. Wo bin ich jetzt? Nee, oder? Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Ich hab's. Nicht sagen. Ich ahne es. Oh, ich sehe, die Zeit ist erreicht und wir machen einen Schnitt. Mathemaker für heute. Over and out. Tschö, mit Ö.